Hallo und willkommen bei AI Tipps und Tricks. Nach dem Unboxing vom Motorola Moto G42 haben wir das Gerät jetzt in der Ersteinrichtung. Wir schauen uns in diesem Video mal die komplette Ersteinrichtung zusammen an. Wir schalten das Gerät das erste Mal ein und durchlaufen diese Ersteinrichtung. Gegebenenfalls überspringen wir ein paar kleine Schritte, die aber auch überhaupt nicht notwendig sind für eine Ersteinrichtung. Und gucken uns alles an auf dem Weg bis zum ersten Mal Homebildschirm. Viel Spaß dabei! Ja, in diesem Video wollen wir uns mal der Ersteinrichtung annehmen von unserem Motorola Moto G42. Im letzten Video haben wir das Gerät im Unboxing uns mal genauer angesehen, das erste Mal, und ja, noch gar nicht eingeschaltet eigentlich. Das wollen wir jetzt einmal zusammen tun. Wir drücken dazu auf die vermeintliche Ein-Ausschalt-Taste. Das müsste die untere hier sein, das ist ja ganz normal so, und da drücken wir mal länger drauf. Und dann sehen wir hier schon das Motorola-Logo, ganz schick, und Powered by Android. Ist ja ein weiteres Android-basiertes Smartphone aus dem Hause Motorola. Und dann warten wir mal ab, was passiert. Hello Moto. Ja, der typische Hello Moto Begrüßungston bzw. die Begrüßungsstimme. Und wir sehen hier, wir werden auf Englisch begrüßt. Das ist ja standardmäßig meistens so eingestellt. Und hier unten sehen wir, können wir direkt einen Emergency Call, also einen Notruf absetzen oder uns noch genauere Geschichten zum Thema Bildgröße, Text oder Textgröße und so weiter ansehen. Das überspringe ich jetzt mal. Wir wollen uns hier erstmal um die Ersteinrichtung kümmern. Dazu stellen wir als erstes mal auf Deutsch um. Das finden wir dann hoffentlich auch hier recht weit oben. Jawohl, auch unter D, nicht unter G wie German. Und dann sage ich hier Deutschland. Jawohl. Und jetzt sehen wir auch Einstellungen für Sehbehinderte und Notruf. Also hier klicken wir vielleicht doch mal eben rein für denjenigen, für den der Text zu klein ist. Der hat dann eben die Möglichkeit hier in den Einstellungen für Sehbehinderte, finde ich, ist jetzt ein bisschen doll ausgedrückt. Man hört auch einfach irgendwie das anders nennen können, denn ja, ich bin auch immer Fan davon, dass ich einen Text auch von oder recht einfach lesen kann. Wir sehen ja schon, dass das hier recht klein gedruckt ist und ich schätze, ich bin nicht sehbehindert. Aber nun, wir gucken uns das mal an. Schriftgröße, ihr könnt dann eben hier wählen zwischen klein, Standard, groß und maximale Größe. Ich finde groß, Standard ist ganz praktisch, klein halte ich wirklich für zu klein im normalen Umgang. Ich lasse es jetzt mal auf Standard. Die meisten werden es ja wahrscheinlich auf Standard lassen. Und dann gehen wir hier mal zurück und sagen starten. Jetzt können wir uns an dieser Stelle direkt mit einem Mobilfunknetz verbinden. Das wird uns vorgeschlagen, dass wir eben also eine SIM-Karte einlegen. Befolge die animierten Anweisungen, um deine SIM-Karte einzulegen. Ihr könnt an dieser Stelle gerne schon SIM-Karte oder SIM-Karten einlegen, sofern ihr zwei nutzt. Wir überspringen diesen Schritt und machen das in einem separaten Tutorial. Das ist wie gesagt nicht unbedingt zwingend erforderlich. Natürlich, ihr habt ein Smartphone und wollt damit telefonieren, aber man kann diesen Schritt auch erstmal überspringen. Der nächste Schritt mit WLAN verbinden, den halte ich dann schon für ganz relevant, denn im Nachgang wollen wir uns ja auch mit unserem Google-Konto anmelden und so weiter. Dann müssen Updates installiert werden oder erstmal gecheckt werden. Deswegen ist WLAN schon mal ganz praktisch. Wir haben hier ein paar mehr WLANs. Wir sind ja in einem Bürogebäude. Ihr werdet dann eventuell nur eins da vorfinden, wenn ihr zu Hause in eurem Haus seid oder vielleicht, wenn ihr in einer Wohnung lebt, vielleicht noch ein paar WLANs von den Nachbarn. Ihr wählt das eure aus und gebt dann eben euer Passwort ein. Das werde ich jetzt hier für unser WLAN einmal machen. So, nach Eingabe eures Passworts könnt ihr euch das hier direkt nochmal anzeigen lassen. Die sind ja meistens recht lang und ja, wenn man nicht genau sieht, was man da tippt, dann weiß man auch nicht, ob man sich verschrieben hat. Also einfach dann zur Not mal in das Kästchen klicken. Allerdings aufpassen, dass euch dann nicht gerade ein Fremder irgendwie über die Schulter schaut, der eventuell an eurem WLAN-Passwort interessiert sein könnte. Ihr klickt dann einfach auf Verbinden, wenn ihr dann gecheckt habt, beziehungsweise euch sicher seid, dass ihr richtig geschrieben habt. Und jetzt sehe ich da oben, ja, gut, oder auch nicht. Auf jeden Fall bin ich verbunden und es geht hier weiter mit den nächsten Schritten. Datenschutz und Software-Updates. Hier kann ich jetzt Motorola mithelfen, ja, deren Produkte zu verbessern, indem ich diesen Regler aktiv lasse, den ersten. Wir haben dann noch erweiterter Gerätesupport. Du erhältst individuellen Support und Empfehlungen für dein Gerät. Ja, das kann man vielleicht anlassen. Weiß ich nicht. Das erste, ja, ihr könnt das stellen, wie ihr wollt. Ich bin aber nicht so Fan von, das alles zu schicken und zu übermitteln. Intelligente Updates, Sicherheitsupdates und Fehlerkorrekturen werden automatisch über WLAN heruntergeladen und installiert. Könnt ihr auch anlassen oder abwählen, wie ihr lustig seid. Wie gesagt, das sind hier Punkte, die man frei wählen kann. Für den einen ist das vielleicht ganz praktisch, für den anderen, der zum Beispiel da lieber ja, ein Auge drüber hat, was da passiert an Updates und so weiter, der sollte das dann vielleicht abwählen. Ihr könnt solche Sachen auch später in den Einstellungen nochmal ändern. Auf jeden Fall können wir dann hier unten sagen, akzeptieren und weiter. Eine andere Möglichkeit haben wir auch gar nicht. Wir können uns aber die Motorola-Datenschutzbestimmungen dann auch nochmal durchlesen. Wir sagen jetzt hier akzeptieren und weiter. Jetzt wird unser Smartphone vorbereitet. Dies kann einige Minuten dauern. Schauen wir mal, meistens geht das etwas schneller als einige Minuten. Wir warten mal kurz ab.
Ja, also hat ein paar Sekunden gedauert. Jetzt können wir hier Apps und Daten kopieren. Das heißt, wenn ihr ein Smartphone habt, was ihr vorher genutzt habt, könnt ihr jetzt Daten wie zum Beispiel Kontakte oder Fotos und so weiter hier übertragen auf dieses Gerät. Wir haben erstens kein Smartphone, von dem wir das jetzt hier übertragen könnten. Zum anderen halte ich es immer für ganz, ja, sinnig, dass man, wenn man ein neues Smartphone hat, was ja nun nicht alltäglich ist vielleicht, dass man dann auch das einmal komplett bei Null einrichtet, um es sauber einzurichten und sich nicht irgendwelche, ja, duplizierten Kontakte, doppelte Kontakte, irgendwelche Fotos, Screenshots, die man mal gemacht hat, die man nicht mehr braucht, wenn man sich damit gleich zumüllt, halte ich für nicht so praktisch. Ich mache das immer gern, das dann auch wirklich neu einzurichten. Wenn ihr von einem anderen Telefon übertragen wollt, klickt ihr auf Weiter. Wenn auch ihr Fan seid, es neu einzurichten, sagt ihr nicht kopieren. So, jetzt kommen wir hier zur Anmeldung mit dem Google-Konto. Ich hole es nochmal näher ran. Hier sehen wir, dass wir uns eben bei Google mit unserer E-Mail-Adresse oder Telefonnummer in dem Feld da oben ein- oder anwählen können. E-Mail-Adresse vergessen steht da. Dann könnt ihr eben dann mit eurer Telefonnummer irgendwie euch eure E-Mail-Adresse nochmal geben lassen. Andernfalls könnt ihr auch ein Konto erstellen. Und ja, ist in jedem Fall hilfreich, bei einem Android-gestützten Gerät ein Google-Konto einzurichten. Auf jeden Fall, wenn ihr ein Konto habt, gebt ihr einfach dann da eure Telefonnummer oder E-Mail-Adresse ein. Ich werde jetzt hier mal eben unsere E-Mail-Adresse eingeben. So, nachdem ihr dann eure E-Mail-Adresse eingegeben habt, klickt ihr auf Weiter und dann müsst ihr diese, ähnlich wie eben beim WLAN, auch mit einem Passwort bestätigen. Auch das werde ich jetzt eben hier für uns einmal machen. So, und wenn ihr dann euer Passwort für euer Google-Konto soweit eingegeben habt, könnt ihr euch auch das hier nochmal anzeigen lassen, beziehungsweise habt ihr da auch nochmal Passwort vergessen. Und ja, wenn alles sicher ist und stimmt, klickt ihr auf Weiter. Dann werden wir hier mit den Nutzungsbedingungen von Google bzw. Google Play und der Datenschutzerklärung von Google vertraut gemacht. Wir können uns das jeweils unter diesen Links, unter diesen blau hervorgehobenen Links nochmal durchlesen. Wir können alternativ auch sagen, wenn uns das alles nicht gefällt, dieses Konto jetzt nicht hinzufügen. Ist natürlich irgendwie Quatsch, weil eigentlich möchte man ja schon sein Google-Konto hier haben, sonst hätte man das ja nicht vorher auch alles ausgefüllt. Dann, wie gesagt, sollte man dem auch einfach zustimmen. Ja, wie gesagt, andernfalls könnt ihr einfach nur euer Konto nicht hinzufügen, aber dann macht die Verwendung eines Android-basierten Smartphones wenig Sinn. Jetzt kommen wir hier zu den Google-Diensten. Da sehen wir dann in Google Drive sichern, da ist der erste Regler aktiv, das könnt ihr auch abwählen. Wir lassen das an, denn so werden zum Beispiel Backups bzw. auch Daten, Passwörter und so weiter eben in Google Drive gesichert. Ist für euch immer eigentlich auch eine ganz gute Sicherheit, falls ihr mal was vergesst oder löscht aus Versehen oder wie auch immer. Standort verwenden kann man hier auch abwählen, anwählen, lassen wir mal aktiv. Viele Apps nutzen ja den Standort, zum Beispiel wenn ihr, keine Ahnung, in WhatsApp mal einen Standort schicken wollt oder wenn ihr navigiert, dafür ist eben der Standort da. Ist natürlich auch immer so ein kleiner Punkt, wo der Akku, sag ich mal, mit ja, belastet wird zusätzlich. Muss man halt sehen, ob man das an- oder abwählt. Wir haben dann hier noch WLAN-Suche zulassen. Das können wir auch deaktivieren. Allerdings halte ich das für ganz praktisch. Apps und Dienste dürfen so immer nach WLANs und Geräten in der Nähe suchen, auch wenn WLAN oder Bluetooth deaktiviert ist. Je nachdem, ob es gebraucht wird oder nicht. Wie gesagt, ihr könnt auch diese Regler hier setzen, wie ihr wollt. Bei den Nutzungsdaten und Fehlerberichten, da bin ich immer ein bisschen pingelig. Da sage ich immer, nö, danke, das können ja auch andere machen. Das muss ich nicht unbedingt übertragen, wie ich mein Gerät nutze. Und hier haben wir dann noch Updates und Apps installieren. Das ist nur ein Punkt zur Information, dass eben ja, diese automatisch installiert werden. Da können wir auch nichts abwählen oder anwählen. Und wir sagen dann hier am Ende akzeptieren. Je nachdem, wie ihr eure Regler setzt, vielleicht habt ihr es auch euch unterwegs nochmal überlegt und wollt die doch nochmal anders setzen, könnt ihr handhaben, wie ihr wollt. Dann auf Akzeptieren und dann kommen wir zum nächsten Schritt und das ist, dass wir uns eine Suchmaschine auswählen. Und zwar geht es eben darum, hauptsächlich, dass dann später auf eurem Startbildschirm ja habt ihr immer eine Suchzeile und die könnt ihr hier praktisch festlegen, womit ihr denn ja, surfen wollt. Wir haben dann hier zum Beispiel Ecosia oder wir haben Ocean Hero und so weiter und so fort. Das sind so 10, 12 Stück. Wir haben aber auch unter anderem Google und wir sind da Fan von der Google-Suchmaschine, wählen die aus und sagen Weiter. Jetzt können wir hier eine PIN festlegen. Das halte ich in jedem Fall für empfehlenswert, denn ja, sobald ihr euer Gerät erst eingerichtet habt, ist es natürlich schlau, das Gerät auch irgendwie ja, zu schützen, damit da kein Fremder heran kann. Und in diesem Fall geben wir hier eine PIN ein für die Sicherheit und zum Entsperren des Geräts. Ihr könnt euch dann natürlich eine PIN überlegen, wie ihr lustig seid. Wir haben hier auch noch Optionen für die Displaysperre. Da können wir dann entscheiden, ob wir denn wirklich eine PIN wählen wollen oder ein Muster oder ein Passwort. Wir sagen oder wir bleiben bei PIN und geben hier einfach mal demonstrationshalber 4x0 ein. Das solltet ihr natürlich nicht tun. Nicht solche einfachen Passwörter verwenden. Denkt euch was Komplexes aus. Weiter. Da müsst ihr das Ganze nochmal bestätigen, zur Sicherheit, falls ihr euch da irgendwie vertippt habt, dann würde er euch jetzt noch hinweisen, bestätigen und
Ja, dann kann ich hier noch zusätzlich mit dem Fingerabdruck entsperren. Das werde ich jetzt mal überspringen. Dazu machen wir nochmal ein separates Tutorial. Ist nicht zwingend notwendig für eine Ersteinrichtung. Wir haben ja jetzt eine PIN zur Sicherheit eingerichtet. Und dann werden wir hier gefragt, ob wir denn die Einrichtung auch fortsetzen wollen. Du kannst fortfahren, um die Einrichtung deines Geräts abzuschließen oder aufhören und dich später daran erinnern lassen. Ja, wir sind dann hier an dieser Stelle wahrscheinlich an einem Punkt, wo das Ganze soweit das Nötigste abgefrühstückt ist und wir praktisch jetzt schon ins Gerät eintauchen könnten. Wir sagen jetzt hier der Vollständigkeit halber mal eben, dass wir uns den Rest auch noch angucken können. Deswegen weiter. Dann haben wir hier mit Hey Google auf Assistant zugreifen. Das ist eine ganz praktische Sache, dass ihr dann nämlich einfach ja, mit eurem Mund, mit eurem Organ, sozusagen Sprachorgan sozusagen, das Handy steuern könnt und Fragen stellen könnt, eine Route berechnen, wo ist das nächste Café. Wir sehen hier so ein paar Beispiele dafür. Und ja, ich sage einfach mal, ich stimme zu. Probieren wir das doch mal aus. Und dann müssen wir wahrscheinlich im nächsten Schritt, hier haben wir Voice Match bei Hey Google aktivieren. Das heißt eben genau, dass eure Stimme erkannt wird und bei Hey Google dann das Gerät entsprechend reagiert und auf euren Befehl wartet sozusagen. Und jetzt, genau, ihr müsst dann einmal runterscrollen, dann seht ihr, dann ploppen hier noch so ein paar Buttons auf, dass ihr eben zustimmen oder überspringen könnt. Ich sage jetzt mal, ich stimme zu. Auf Assistant zugreifen, ohne dein Gerät zu entsperren. Genau, das funktioniert natürlich auch. Zulassen, dass Assistant antwortet, wenn dein Gerät gesperrt ist. Für persönliche Aktionen wie Kontakte anrufen oder ihnen Nachrichten senden, sag Hey Google, damit Assistant deine Stimme erkennt. Also das ist eben, ja, das Ganze so, dass nur eure Stimme erkannt wird. Und genau, dann stimmen wir zu. Und eigentlich müssten wir dann ja auch mal irgendwann Hey Google sagen müssen, weil das haben wir bisher noch nicht. Okay, das wird hier irgendwie gar nicht abgefragt. Vielleicht wird das später nochmal abgefragt, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier nochmal Google Pay schnell per Smartphone bezahlen. Mit Google Pay können Sie schnell und einfach im Supermarkt und in anderen Geschäften kontaktlos bezahlen. Das ist eben diese NFC-Funktion. Können wir auch einrichten. Wir sagen dabei jetzt mal eben überspringen. Ist halt wie gesagt nicht alles zwingend erforderlich. Mit der YouTube Music App hast du Zugriff auf über 70 Millionen Songs. Jupp, danke für diese Information. Weiter. Sonst noch etwas. Du kannst jetzt noch einige Funktionen einrichten oder dies später in den Einstellungen nachholen. Also das sind alles so optionale Dinge, die man eben gerne bei einer Ersteinrichtung natürlich macht, aber die jetzt eben wie gesagt nicht mehr ja, entscheidend sind für diese Ersteinrichtung. Ihr könnt hier noch ein E-Mail-Konto hinzufügen, Hintergrund ändern, weitere Apps auswählen, die Schriftgröße doch noch ändern, falls ihr es am Anfang nicht gemacht habt und Infos auf Sperrbildschirm festlegen. Das sind halt so grundlegende Dinge, die man ja wahrscheinlich eh irgendwann mal einstellt, wenn man sein Smartphone benutzt. Deswegen wird das jetzt vorab nochmal gefragt. Wir können hier aber auch sagen, nein, danke. Und jetzt wird unser Smartphone vorbereitet. Auch das soll wieder einige Minuten dauern. Tut es, glaube ich, nicht. Bleibe stets auf dem Laufenden. Das ist jetzt hier, wie wir hier oben unschwer erkennen können, was Motorola-mäßig ist, also nicht mehr Google. Werde einer der Millionen von Motorola-Fans, die exklusive Informationen zu Produkteinführungen, Events, Tipps und Software-Updates und vieles mehr erhalten. Ja, können wir Benachrichtigungen zulassen. Wir können aber auch sagen, später, wenn wir uns, ja, sag ich mal, aktiv um neue Geräte kümmern wollen und nicht einfach uns von Werbung leiten lassen wollen, dann sagen wir einfach später. Bist du sicher, dass du Benachrichtigungen auf deinem Gerät deaktivieren willst? Wenn du nicht zustimmst, wirst du nicht über Software-Updates, neue Produkte oder exklusive Angebote informiert. Okay, dann sagen wir mal bei den Software-Updates vielleicht doch lieber Benachrichtigungen zulassen. Das kann ja ganz praktisch sein und hilfreich. Da werben wir schließlich halt auch immer für, dass man Software-Updates auf jeden Fall machen sollte, wenn sie da sind. Dementsprechend, ja, lass es dann doch lieber zu. Es gibt noch mehr. Ja, Technik-Video-Welt, unsere E-Mail-Adresse hier und was ist denn hier? Durch die Registrierung meine E-Mail-Adresse stimme ich zu. Exklusive Informationen über Produkteinführungen. Ja, da darf ich jetzt aber wohl später sagen, oder? Achso, das gleiche wieder. Werde ich wieder nicht über Software-Updates. Gut, dann... Nein, das machen wir später. Ich habe da jetzt keine Lust, mich anzumelden. Wie gesagt, das muss alles nicht. Wähle dein Design. Wir können jetzt in Einstellungen Display das auch später noch entscheiden. Aber wir können sagen, das dunkle Design oder... Das helle Design, da unten steht noch die Information, das helle Design lässt sich tagsüber besser lesen und hat einen höheren Kontrast. Das dunkle Design spart Akku und ist bei schlechten Lichtverhältnissen einfacher zu lesen. Ja, wir sagen jetzt hier einfach mal standardmäßig hell. Zum Thema Dark Mode, was das Ganze ja hier, sag ich mal, anreißt, machen wir nochmal ein separates Tutorial, das werdet ihr dann auch noch finden. Wir sagen jetzt weiter. Navigationsdesign auswählen, okay, das ist entweder hier das mit diesen Tasten hier unten oder das die Steuerung über Gesten. Das sehen wir dann hier animiert. Wir sagen mal hier Android-typisch diese Tasten und also Schaltflächen. Hier unten steht Schaltflächen oder Gesten. Und dann sagen wir weiter. Und nun reicht es auch so langsam. Startklar, du kannst dein Telefon nun verwenden. Okay, da waren jetzt noch echt zahlreiche Schritte, die nicht unbedingt bei jedem Hersteller in der Ersteinrichtung auftauchen. Aber alles klar, wir haben es jetzt trotzdem geschafft. Innerhalb von einer ja, knappen Viertelstunde, würde ich sagen.
Und ja, wir sehen, wir werden hier schon animiert, mal hochzuwischen. Also dann gucken wir uns das Ganze doch mal an. So sieht das Gerät eben aus. Wir haben hier unsere Apps hier. Da kommen wir wieder zurück. Und wenn wir hier rüberwischen, kommen wir, hier oben sehen wir jetzt eben Google. Ich schätze mal, wenn ihr einen anderen Suchanbieter gewählt hättet, hättet ihr jetzt eben hier eine andere Suchzeile. Genauso wie auf dem Homebildschirm. Diese Suchzeile, das ist jetzt natürlich Google, weil wir uns die ausgesucht haben. So, hier rüber sind wir noch auf der zweiten Seite von unserem Startbildschirm. Und wenn wir uns nochmal das Kontrollzentrum heraus oder hervorrufen, das sieht hier beim Motorola so aus. Und auch trotz gewähltem Helmdesign sehen wir, wenn wir das Menü runterrufen oder runterziehen, haben wir einen komplett dunklen Hintergrund. Das ist okay, da klingelt es irgendwie irgendwo, alles gut. Auf jeden Fall war das jetzt die Ersteinrichtung vom Motorola Moto G42. Ja, war relativ umfangreich, aber das ist nun mal so bei Ersteinrichtungen. Da müsst ihr halt einmal durch. Jetzt habt ihr uns als Leitfaden. Ich hoffe, dass das Ganze euch ein bisschen geholfen hat oder euch helfen wird bei eurer Ersteinrichtung vom G42. Und wenn euch das Video soweit gefallen hat, dann lasst doch bitte gerne einen Daumen nach oben für uns da. Abonniert auch gern kostenlos unseren Kanal. Und dann hoffe ich mal, dass wir uns hier in weiteren Tutorials sehen. Entweder zum Moto G42 oder zu unseren ganzen anderen Geräten. Bis dahin, tschüss!